Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Lange erwartet, jetzt endlich da, die schon vor vielen Wochen angekündigte Folge, in denen ich euch mal einen Ordner zeigen möchte, der nur aus Cummins besteht, beziehungsweise aus Cummins und Rares, die optisch einfach wahnsinnig was hermachen und die man einfach für wenig Geld bekommen kann. Der Fokus liegt hier natürlich auf modernen Karten. Der Fokus. Wir haben aber auch ein bisschen was Oldschool-mäßiges dabei. Mehr dazu allerdings nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Man kennt es, es gibt viele Sammler und sie werden nicht weniger, wer hätte es gedacht. Die Sache ist nur, viele Bulk-Holos landen bei denen in Penny-Sleeves in irgendwelchen Tinboxen. Die kommen meistens ohne irgendwelche Sleeves. Teilweise werden sie sogar weggeschmissen, habe ich auch schon gesehen. Und das finde ich ziemlich traurig, denn auch aus modernen Cummins kann man etwas Schönes zaubern. Der Fokus liegt, wie bereits gesagt, auf modernen Cummins. Sinn des Videos ist es, euch mal einen Ordner zu zeigen, den ich eben aus Sets der letzten Jahre, / Monate zusammengebaut habe und der optisch wirklich was hermacht, wie ich finde. Wenn man jetzt zum Beispiel nur wenig Geld hat, weil man Schüler ist, aber man findet bestimmte Karten cool oder möchte einfach mal was haben, das gut aussieht, dann ist das hier eben die perfekte Alternative. Zum Vergleich, deswegen liegen hier zwei Ordner, habe ich auch einen Oldschool-Cummins-Ordner dabei. Warum habe ich den dabei? Einfach um mal zu zeigen, dass Oldschool zwar cool ist, aber dass das Neue dem Alten eigentlich in nichts nachsteht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar zunächst einmal mit dem Oldschool-Ordner. Ja, das ist das gute Stück. Ich habe die Oldschool-Karten mal hier in den Kalber-Ordner gepackt, der auch mal wieder feucht abgewischt werden könnte oben. Schon ziemlich eingestaubt, weil ich ja nicht in Ordnern sammle. Genau, und auf der ersten Seite sehen wir direkt eine Lücke. Da habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Ich habe direkt mal ein paar Ojamas reingepackt. Ich habe bloß einfach keinen mehr gefunden. Hier keinen schwarzen Ojama mehr, ne, auf die Schnelle. Also ich muss natürlich sagen, die Vorbereitungen für das Video haben jetzt keine 4 Wochen gedauert oder so. Ich habe dann einem Abend alles kurz zusammengeschmissen, was mir in die Finger gekommen ist. Und daraus halt was gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen steckt hier auch kein Ojama drin. Hätte ich mir da jetzt mehr Zeit gelassen und ein bisschen mehr gesucht, hätte ich mit Sicherheit noch einen gefunden. Aber wegen der einen Karte wollte ich jetzt das Video nicht nochmal um einen halben Tag verschieben. Deswegen haben wir hier eine Lücke drin. Also 3 Sets aus Ojamas, die meisten aus Invasion of Chaos und Dark Crisis. Allerdings haben wir auch ein bisschen was aus dem Duelist Pack hier. Die meisten Karten in dem Ordner, ich glaube abgesehen von dieser hier, sind auch First Edition. Na, da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet. Einfach um dem Ganzen vielleicht noch so eine besondere Note zu geben. Genau, das ist die erste Seite. Das war aber bloß so ein kleiner Gag. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Seite. Da haben wir mit Vanillas angefangen. Und man sieht schon, dass sich der Zeichenstil von damals wirklich von dem heutigen unterscheidet. Allerdings unterschied sich der Zeichenstil auch innerhalb der eigenen Ära damals. Denn es gibt wirklich Karten, die detailreich gezeichnet sind, erstaunlicherweise. So wie der Soul Eater hier unten aus Furnic Guardian. Oder Korsaki. Und so weiter im Verhältnis zu zum Beispiel der Bleichen Bestie, ne, was sehr minimalistisch und wirklich sehr, sehr einfach designt wurde. Also da gab es innerhalb der eigenen Ära schon sehr starke Unterschiede im Zeichenstil. Eine Sache, die heutzutage auch von Retro-Fetischisten, nenne ich sie gerne, ignoriert wird. Ich bin ja selber großer Retro-Fan und muss natürlich neidlos anerkennen, dass es einige Karten gab, bei denen sich die Leute oder die Zeichner damals einfach keine wirkliche Mühe gegeben haben. Nichtsdestotrotz ist das hier was wirklich Besonderes. Ich habe das auch ein bisschen nach Sets sortiert. Wir haben hier, glaube ich, nur Furnic Guardian bis hierher. Dann haben wir hier Magic Ruler. Und hier geht es dann mit Spell Ruler los. Also ich habe von allem ein bisschen was rein. Ancient Sanctuary haben wir auch da oben noch. Genau, mega coole Geschichte. Soul Eater, finde ich, ist zum Beispiel eine sehr schöne Karte. Oder auch die beiden hier, das waren 2 Shortprints aus Ancient Sanctuary. Ich habe mal 4 Displays aufgemacht. Erstaunlich, wie wenig man von denen daraus zieht. Ich glaube, einen von beiden aus einem Display oder so. Richtig übel. Auf jeden Fall, das ist eine coole Seite. Wir kommen dann später auch noch zu den Effektmonstern. Wir haben jetzt hier allerdings noch eine Seite mit Vanillas. Auch eine schöne Sache. Die gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Die dunkle Hexe aus Spell Ruler. Oder auch hier menschenfressende Schatztruhe ist sehr cool. Ruiran auch. Das sind so Klassiker. Flüssige Bestie finde ich nice. Kleiner Engel ist auch schön. M-Krieger gefällt mir jetzt ein bisschen weniger. Also ich finde, was heißt gefällt mir weniger? Ich finde ihn halt weniger besonders so, diese Karten. Das ist jetzt, ja, jetzt nicht unbedingt das, was ich als Highlight bezeichnen würde. Außer den großen Koala. Den finde ich auch noch ganz cool.
Natürlich der Klassiker ist der geflügelte Drache Festungswächter 1. Den 2er gibt es auch allerdings nur aus einem Tournament-Pack oder so. Hat eigentlich fast das gleiche Artwork, nur dass der Drache rot ist. Das Harpchenmädchen aus RDS im unzensierten Artwork, was jetzt nichts Besonderes ist, da das unzensierte Artwork tatsächlich häufiger zu finden ist als das zensierte. Und einige andere schöne Sachen aus Metal Raiders hier zum Beispiel, First Edition, auch relativ schwierig in Yemen bis Mint zu finden. Also da tut man sich wirklich einiges an, bis man da mal was bekommt, das nicht zumindest irgendwo eine weiße Stelle hat. Die Printqualität damals war halt auch schon anders. Auch übrigens eine Sache, die sich innerhalb der eigenen Ära sehr unterschieden hat, denn auch da gab es qualitativ starke Schwankungen. Zu denen kommen wir auch gleich. Wir haben jetzt hier immer noch Metal Raider Staff, hier haben jetzt Flaming Eternity, LON. Da haben wir jetzt Metal Raider Effektmonster. Ne? Habe ich so ein bisschen nach Monstertyp sortiert. Ich glaube, jetzt kommen auch nur noch Effektmonster. Für mehr war gar nicht mehr Platz da, sage ich mal. Hier habe ich auch ein paar Rares drin. Im anderen Ordner sind ausschließlich Cummins, ne? Zumal ja auch in den letzten Jahren die Rares aus den Sets geflogen sind und ja durch eine weitere Cummin ersetzt wurden, sozusagen. Und einen zusätzlichen Slot an Starlight Rares, glaube ich. Jedenfalls unterschied sich damals die Printqualität auch wirklich extrem. Man hat auch einen Wahnsinn, man sieht einen wahnsinnigen Unterschied zwischen zum Beispiel Metal Raiders und RDS. RDS oder auch Flaming Eternity und so, sehr, sehr schlecht im Verhältnis zu den Sets wie LON, LOB und so weiter und so fort. Allerdings immer noch besser als vieles, was man heute hat. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Den finde ich auch mega cool, den Unsterblichen des Donners. Sehr, sehr schöne Karte. Hier Dark G-Roy, das ist auch eine mega krasse Karte. Oder Hexe vom Schwarzen Wald, ein absoluter Klassiker. Also man sieht, es ist schon... man kann auch aus alten Karten, sage ich mal, einen schönen Ordner machen. Das ist auch etwas, was man bei Sammlern noch am ehesten findet. Allerdings nicht so durcheinander wie bei mir, sondern eher in Form von Komplettsets, dass sie Ordner haben, wo halt das ganze Set drin ist, mit den Holos nach Nummern geordnet. Finde ich, ist optisch jetzt nicht so der Hingucker, aber natürlich vom Pragmatischen her, vom System her mit das Beste, was man machen kann. Genau, und da geht es da halt so weiter. Was ich auch sehr schön finde, sind die beiden hier, Pitch Dark Dragon und Union Rider. Sehr coole Karten aus Magician's Force oder auch Sousa Soldier. Sehr cool. Könnte der Bruder von Tsukuyomi sein. Genau, also da gibt es sehr, sehr viele schöne Sachen, die man machen kann. Sehr viele Karten, vor allen Dingen die First Editions aus Magic Rule und so. Die gehen auch teilweise 1, 2 Euro das Stück, je nachdem, um welche Karte es sich handelt. Aber die sind auf jeden Fall allesamt mehr wert als jetzt eine gewöhnliche Cummin, die heutzutage rauskommt. Ne? Die 2 auch, ich glaube, eher geht 3 Euro, 3 bis 4. Der war, ich glaube, mittlerweile nicht mehr so viel wert, aber der lag früher auch mal bei 3 Euro in etwa. Wo der Markt noch nicht mit Reprints zugeschissen wurde. Mittlerweile gibt es ja sogar eine Super Rare von dem. Genau, da dürfte der wahrscheinlich nicht mehr so im Fokus stehen. Aber war auch mal sehr, sehr teuer tatsächlich. Auch alles coole Karten hier. Geist vom Topf der Gier und Fenrir. Und das sind alles Karten, die man von früher kennt. Das ist natürlich ein absoluter Nostalgie-Kick, klar. Aber hier natürlich auch ein bisschen wirr, sag ich mal, geordnet. Was ich auch cool finde, sind diese Erzunterwäldler hier. Ne? Diese mit diesem Schachbrett im Hintergrund. Sehr, sehr cooles Thema. Schade, dass das nie gut war oder nie wirklich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat. Weil ich finde, das ist wirklich eine geile Idee gewesen. Aber gut, sollte wohl nicht. Sind, glaube ich, allesamt in Dark Crisis rausgekommen und wurden vielleicht in Dark Revelation oder Dark Beginning nochmal gereprintet, glaube ich. Und das war es dann aber so ziemlich von denen. Es gab, glaube ich, auch 2 holographische Karten und ich glaube der Terrorkönig oder so. Und das war es dann gewesen. Ne? In Japan gibt es ein paar schöne Ultimate Rares davon. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau. Hier haben wir auch wieder eine Karte, die ein bisschen was geht. Und zwar oben Dekochi, die Dampflok, Kampfdampflok oder wie sie heißt, aus RDS. Die ging auch mal in 5er, 5, 6 Euro so in etwa. Sehr, sehr spielstark. Was sie aktuell geht, weiß ich nicht. Allgemein kann man sagen, für den Ordner, ich denke, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber so vom Gefühl her, 30, 40 Euro sind da mit Sicherheit drin. Ja. Also zumindest, wenn man den Ordner selber auch mit einrechnet, ist das so ein Wert, den man da sicherlich rausholen könnte. Hier sind ja wirklich alle Karten Mint. Ne? Mir Mint bis Mint. Also wie aus dem Booster fast schon. Keine abgegriffene Oberfläche, keine Haarkratzer, keine kaputten Ecken, keine kaputten Ränder, nichts. Und sowas zu finden ist halt auch nicht unbedingt einfach. Ne?
Da hinten habe ich dann noch ein bisschen mit dem Duelist per Kaiba geschummelt. War ja auch ein altes Set, aber trotzdem noch ein bisschen moderner als jetzt die anderen Karten. Genau, da haben wir dann, glaube ich, nochmal was aus LON. Genau, da habe ich nochmal was hingemogelt. Das habe ich vorne nicht... Oder hatten wir überhaupt nicht? Das andere LON, das waren ja die Vanillas. Ne? Genau, also ich habe nicht gemogelt. Ich habe sie einfach nur etwas weit hinten hingepackt. Antike Lampe, Secret Rare aus dem Retro-Pack, so nice. Gibt's auch als Sneak Peek, als Ultra Rare, sieht auch mega aus. Also Antike Lampe ist auch eine wunderschöne Karte. Und tatsächlich ist es auch gar nicht mehr so einfach, diese Duelist Pack Kyber Commons in gutem Zustand zu finden. Allerdings natürlich wesentlich einfacher als jetzt irgendwelche Random Holos. Und die habe ich dann, dann sogar noch ein paar Sachen aus Phantom Darkness. Das war dann tatsächlich schon die GX-Zeit, aber natürlich auch Retro und wirklich, wirklich schön. So, zum Vergleich haben wir hier diesen schnieken Ordner mit ausschließlich modernen Karten ab Breakers of Shadow. Allerdings sind die meisten Karten drin noch wesentlich moderner, die stammen jetzt aus den letzten Jahren. Und hier möchte ich einfach zeigen, dass man für wirklich kleines Geld, also ich glaube, der Inhalt geht vielleicht 2 Euro zusammen, wenn überhaupt, mit dem Ordner zusammen vielleicht ein Zehner. Also, dass man wirklich für ein kleines Geld auch was Schönes fürs Auge haben kann. Es muss nicht immer glitzern, denn die Schönheit einer Karte steckt im Artwork und wird durch den Effekt eigentlich nur unterstrichen. Und es gibt keine Kartenart, die das mehr zelebriert als die Kamen. Ohne viel Schnickschnack, einfach nur das pure Bild. Und da wollen wir uns mal angucken, was ich hier zusammengestellt habe. Ich habe hier hauptsächlich Karten genommen, die aus modernen Sets stammen und die meiner Meinung nach so ein bisschen diesen Oldschool-Flair transportieren. Ja? Deswegen habe ich euch jetzt auch zuerst den Ordner mit den Oldschool-Sachen gezeigt, damit wir da eine Referenz haben. Natürlich ist der Zeichenstil ein ganz ein anderer. Ne? Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, die Karten so zu zeichnen. Die haben wahrscheinlich auch allein schon von der Technik her andere Programme und natürlich auch andere Druckmaschinen und so weiter. Genau, aber so vom Feeling, von dem, was es darstellt, von dem, was so rüberkommt, ne? Da finde ich, dass einige moderne Karten mittlerweile wieder sehr in diese alte ägyptische oder antike Richtung gehen. Und einer der besten Beispiele dafür ist oben der Daruma-Schläger. Ich weiß gar nicht, ob man ihn richtig erkennt. Ich halte ihn mal hier hin. Ja, das ist wirklich eine Karte. Opa, jetzt bin ich ins Stativ gestoßen. Das ist wirklich eine Karte, die einfach mega, mega geil aussieht und die könnte, wenn sie anders gedruckt worden wäre, mit dem alten Layout und so, wenn man sich das mal vorstellt, könnte die auch genauso gut in Labyrinth of Nightmares rausgekommen sein. Also wirklich eine sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir Star Brigade Nerval oder Nerval, wenn man das auch aussprechen möchte, Englisch oder Deutsch. Auch eine coole Karte. Star Brigade hat jetzt kein Konzept, was ihre Zeichnungen angeht, wie ich finde. Die sehen alle irgendwie anders aus, transportieren alle so einen anderen Vibe, aber das ist einer von denen, die noch ziemlich oldschool aussehen, muss ich sagen. Und darunter natürlich der besessene Uvualoop, eine Karte, die ich schon gefeiert habe, als ich sie als Kamen aus Japan bekommen habe. Echt eine coole Karte, also richtig strange irgendwie, erinnert mich an dieses eine Kamel aus Ancient Sanctuary, das dreihöckige Kamel oder wie es heißt. Oder an dieses eine Zombie-Kamel da, wo in Fire on the Guardian rausgekommen ist, haben wir, glaube ich, auch in einem Ordner gesehen. Ich habe bloß leider den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Also so starten wir schon mal cool rein. Dann natürlich ein recht neues Thema, das rausgekommen ist, das auch wunderschön aussieht, ist das Dogmatica-Thema. Und da haben wir mit einer der schönsten Karten überhaupt aus dem Thema, und zwar Dogmatica Nexus. Im OCG war das eine Rare, hier ist es nur eine Kamen. Aber wunderschön, Leute. Ich halte den Ordner nochmal hin. Schaut euch mal dieses Artwork an. Ne? Das ist einfach so fetzig. Das hat jetzt eher was aus der GX-Zeit, wie ich finde. Ne? Kann man vielleicht so ein bisschen mit wie heißt's? Lichtverpflichtet, genau. Kann man vom Vibe, das das Ganze transportiert, so ein bisschen mit den Lichtverpflichteten vergleichen. Darunter haben wir Weltvermächtnis, auch ein ganz neues Thema, Weltschlüssel. Ich bin kein großer Fan der Weltvermächtniskarten, aber es gibt einige, die ganz gut aussehen und der Weltschlüssel ist eine davon. Könnte auch gut eine Zauberkarte geworden sein, also so von der Optik her, ne? Oder gewesen sein. Sieht cool aus, transportiert einen ganz eigenen Vibe, nichts, mit dem man jetzt irgendwas vergleichen kann. Das sieht modern aus, aber es ist trotzdem cool, man kann es trotzdem lassen. Darunter haben wir Yajiro, auch eine Karte, die für meinen
fangen wir dafür an, sehr oldschool aussieht. Ich versuche mir immer die Karten vorzustellen, wie sie in einem alten Layout aussehen würden, in der alten Druckquali. Und ich muss sagen, da würde das auch super irgendwie in Magician's Force oder so reinpassen oder in Dark Crisis. Einfach so von der Optik, ne? Nicht von der Karte im Allgemeinen. Also wieder was ganz was anderes. Auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Artwork, das im Kopf bleibt. Und soweit ich weiß, war die Karte gar nicht mal so schlecht, dass sie rausgekommen ist. Zumindest in Fun Decks konnte man sie, denke ich, mal spielen. Dann haben wir auf der rechten Seite oben Despia. Ist auch ein neues Thema. Mega, mega cool. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Holos davon. Denke ich zu glauben. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Auch eine sauschöne Karte, ein sauschönes Thema im Allgemeinen. Darunter haben wir hier den Primineral Starkmandrill. Was auch immer das für ein Name ist. Auf jeden Fall einer von zwei affenartigen Monstern, die da rausgekommen sind in Chaos Impact. Auch mega, mega cool. Die Karte ist halt so ein Pavian aus Stein. Ne, so sieht das zumindest aus, so ein Felspavian. Auch sehr cool, erinnert so an diese alten Gorilla-Karten und an Mutter Grizzly und wie sie alle heißen. So. Transportiert für mich auch so ein bisschen was Oldschool-mäßiges, allerdings ein bisschen eher an GX angesiedelt. Und darunter haben wir den spritzenden Tintenfisch. Ja, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich den Namen lese. Die Karte ist hier drin, weil das Artwork einfach ziemlich einzigartig ist. Ja, es hat was, das im Kopf bleibt. Das ist nicht so eine Karte, die man sieht, dann blättert man drei Seiten weiter und kennt sie nicht mehr, sondern das ist wirklich eine Karte, wo ich, wenn ich sie sehe, dann, okay, habe ich im Kopf, ich weiß, was das für eine Karte ist, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch im positiven Sinne nicht. Overdesign, eigentlich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Wäre bestimmt auch eine coole Ultimate Rare, würde ich sagen. Ne? Genau, schauen wir auf die nächste Seite. Da haben wir ein bisschen Crusadia-Sachen. Crusadia gibt es ja sehr, sehr viele Sachen, die cool aussehen. Aboria und Draco sind nur zwei davon. Dann gibt es ja noch diesen Leonis oder wie er heißt. Das ist mein absoluter Lieblings-Crusadia. Die haben auch alle kein Konzept. Die sehen auch alle irgendwie unterschiedlich aus. Aber trotzdem alle irgendwie mega nice. Ne? Kannst du mir erzählen, was du willst. Also ich finde sie wirklich cool. Das ist ein schönes Thema, Crusadia. Wobei ich mir schon irgendwo gewünscht hätte, dass die eher eine gemeinsame Komponente haben. Irgendwas, das sie als zusammengehörig identifiziert, also allein schon optisch. Ne? Zum Beispiel bei Dark World, die hatten ja alle irgendwie den gleichen Zeichenstil und alle die Blitze im Hintergrund. So, sowas finde ich mega nice. Darunter mit den Überlebenden der Schlacht. Eine Karte, die mich unglaublich an GX erinnert. Da gab es ja dieses Structure Deck Warriors Triumph. Triumph, wie auch immer. Da hätte die Karte super reingepasst. Mega, mega cool. Rechts oben ein schöner Schicksalsheld. Die haben ja auch immer wieder Support bekommen. In Destiny Soldiers sind die, glaube ich, rausgekommen. Also nicht der, sondern die anderen sind in Destiny Soldiers rausgekommen. Die anderen fand ich aber gar nicht so gut, muss ich sagen. Die sahen nicht so Destiny Hero-mäßig aus, aber der schon. Der sieht halt wirklich fetzig aus, ne? So, wie man sich einen Schicksalshelden vorstellt. Mega cool. Darunter ein Element Saber Einer. Element Saber bin ich kein übergroßer Fan davon. Die meisten gefallen mir jetzt nicht so überkrass, aber die ist schön. Die ist wirklich schön. Die hätte ich mir auch gerne irgendwie als Super Rare oder so gewünscht. Gibt es leider nicht, gibt es nur das Common. Aber, oder vielleicht irgendwo, vielleicht das Gold Lettered Rare noch oder so. Aber da gibt es, glaube ich, keine Holo-Version davon. Aber mega, mega coole Karte. Gefällt mir auch wahnsinnig gut. Darunter den Untergangsbringer Psycho Pompos. Eine schöne Unterweltler, beziehungsweise eine schöne Zombie-Karte halt. Kann man einfach so stehen lassen. Ist schön designt. Hier mal wieder was Niedlicheres. Zum einen Fedran, dann natürlich die Transzikade und den Quickritter, der hier oben beschädigt ist. Den kann ich danach erstmal aussortieren. Das sind Karten, wo ich sage, okay, die sind zwar niedlich, ne, so nach dem Motto Kuscheltiere und Künstlerkumpel, aber irgendwo haben sie auch was Cooles, was Majestätisches, was Schönes zum Ansehen, was die eben erwähnten Karten jetzt nicht unbedingt haben, mit einigen Ausnahmen vielleicht. Bei den Künstlerkumpel mag ich zum Beispiel den Schädelkrobat ganz gerne, aber die meisten sehen halt einfach nur furchterregend aus. Und zwar nicht in dem positiven Furchterregend, sondern wirklich gruselig schlecht. Und das ist bei denen nicht der Fall. Es gab ja damals auch schon so andere Karten, die auch niedlich waren, sag ich mal, aber trotzdem irgendwie noch als Monster galten. Babydrache, Kuribo und so weiter. Und die gehören meiner Meinung nach auch so in diese Richtung. Die haben zwar nicht so das Verwegene, wie zum Beispiel ein Kuribo oder so, aber trotzdem kann man das durchgehen lassen. Hier haben wir jetzt noch was Älteres aus Breakers of Shadows, dem ersten Set, in dem dann die garantierten Super Rares zu finden waren. Das sind alles drei Karten, die gehören zu einem Thema, nämlich zum
Busterblader, das sind so Supportkarten. Und naja, man sieht es wunderschön. Man sieht auch, dass sie zusammengehören, schon allein vom Bild. Der Zeichenstil ist derselbe. Klar, es gibt jetzt keinen Hintergrund, der hier irgendwie gleich wäre, aber optisch ist das irgendwie doch sehr, sehr ähnlich. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und kann man auch einfach mal so stehen lassen. Und das sind wirklich Karten in dem Cent-Bereich. Hier kommen wir jetzt zu den Ritualmonstern. Da haben wir nur eine Seite, und zwar die Megalithen. Sind wunderschöne Karten, muss ich sagen, die wahnsinnig was hermachen. Und die mich auch optisch so ein bisschen an die Barrierestatuen erinnern, muss ich sagen. Zumindest die zwei hier. Die aber gleichzeitig was wahnsinnig Teuflisches haben, was wahnsinnig Böses haben. Und die sind so detailreich und liebevoll designt und bleiben trotzdem im Kopf. Wir haben hier eine optische Anlehnung tatsächlich an den Überläufer, mit der einen Seite hell, der anderen Seite schwarz. Ja, wir haben hier oben ein Farbenspiel, das unglaublich ist, aber trotzdem irgendwie böse wirkt. Na, ich halte es mal hierher. Na, Megalith Pool, das ist ja so der Oberboss, glaube ich, von denen. sehr coole Karte auf jeden Fall auch. Und da hätte ich mir auch Holo-Versionen gewünscht. Die würden als Ultimate einfach so mega nice aussehen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Es gibt noch andere Megalith-Karten, aber das hier sind meiner Meinung nach definitiv die besten davon. Auf der rechten Seite haben wir dann, oder fängt es dann an mit den Link-Monstern. Und auch hier haben wir einige Sachen, die wirklich, wirklich cool sind. Fangen wir mal oben an mit Ellie Paparazzi, oder mit Eil Paparazzi heißt sie, glaube ich. Eine Karte, die jetzt natürlich klar ist, es ist eine Link-Monster-Karte. Das heißt, natürlich steckt hier wenig Nostalgie in der Karte selbst. Aber im Artwork, finde ich, steckt schon einiges an Nostalgie. Das ist nämlich wieder eines dieser ja etwas strange anmutenden Artworks, die es damals eben auch gab. Natürlich gibt es jetzt keine Karte, mit der man die hier direkt vergleichen könnte. Allerdings muss ich sagen, dass das schon so ein bisschen GX-Feeling in mir auslöst. Wenn ich mir eine Karte angucke, müsst ihr wissen, dann sehe ich halt ausschließlich das Bild. Ne, wenn ich jetzt sage, dass das oldschool aussieht und nicht die komplette Karte, denn damals gab es ja keinen Link und dementsprechend kann das als Ganzes nicht oldschool wirken, aber das Bild ist einfach etwas, das in mir GX-Vibes auslöst. Ist allerdings wieder eine ganz individuelle Sache. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass jeder von euch seine Karten findet, wo er sagt, okay, das erinnert mich an irgendwas von früher. Vielleicht kann man es nicht immer eindeutig benennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da was findet. Genauso sieht es mit dem Abgrundhüter aus. In der GX-Zeit gab es ja einige Fischmonster, die relativ cool waren. Haie und hast du nicht gesehen, gab es ja auch schon bei Duel Monsters und später natürlich auch. Und das ist halt wieder ein relativ düsteres Artwork. Ist natürlich angelehnt an den Anglerfisch. Man kennt den gibt es ja wirklich mit der Laterne und dem Riesenmaul. Mega coole Geschichte. Und unten haben wir eine Karte, von der ich selber nicht gedacht hätte, dass ich sie irgendwann cool finden würde, nämlich den das Glockenträger-Kampfflugzeug. Das habe ich reingenommen, was ein außergewöhnliches Artwork ist. Erinnert ein bisschen an diese Mecha-Phantom-Ungeheuer, von denen ich jetzt nicht unbedingt der Fan bin, zumindest von den meisten nicht, aber ich finde das mit der Glocke unten dran eben wahnsinnig cool. Bin auch, wenn es um Flugzeuge geht, eher ein Fan von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist eben ein Propellerflugzeug und kein Düsenjet oder so. Dementsprechend spricht mich das schon ein bisschen mehr an. Und ich habe die Karte jetzt reingenommen, nicht weil sie irgendwie über die Maße schön ist, sondern einfach zum einen, weil sie ein einprägsames Artwork hat. Sie ist minimalistisch gehalten, man erkennt sie sofort, man ist nicht überfordert beim Hingucken. Und zum anderen, weil sie eben ein besonderes Artwork ist. Ne? Ein etwas anderes, sage ich mal, das von dieser Unterwelt da Hexen, Krieger, was weiß ich, Scheiße quasi ein bisschen sich abhebt. Genau, auf der nächsten Seite machen wir direkt weiter, haben wir wieder etwas Anmutigeres, nämlich oben haben wir Geonator Vertauscherin. Ja, Geonator Vertauscherin. Komischer Name. Sieht aber auch mega cool aus mit den Edelsteinen und der Farbenpracht. Mega nice. Dann haben wir Raten, der himmlische General. Auch eine Karte, die so ein bisschen vom Feeling her, also nicht vom Zeichenstil, aber so ein bisschen auch an die GX-Zeit erinnert. Es hätte damals ein Effektmonster oder eine Vanilla sein können.
Hat aber trotzdem schon auch extrem viel Modernes drin. Also das ist jetzt keine Karte, wo ich sage, okay, die erinnere mich jetzt irgendwie hundertprozentig an die damalige Zeit. Der Schwerkraftbeherrscher ist einfach eine coole Karte. Hat jetzt nichts mit GX oder so zu tun. Löste mir auch keine Retro-Vibes aus. Ist aber eine Karte, die mir tatsächlich sehr gut gefällt vom Artwork her. Und ja, klar, Psi und dieses ganze grünlastige hier, ne? Diese grünlastigen Artworks, die erinnern mich wegen diesem Psi-Hüllen-Zeug, erinnern die mich immer sehr an 5Ds und an die Sexel-Zeit, weil da war eben dieser Farbton im Hintergrund immer sehr stark vertreten und der beißt sich ja auch überhaupt nicht mit dem Monster oder mit dem Krieger hier im Vordergrund. Das ist ein stimmiges Gesamtartwork und es sieht halt einfach wahnsinnig cool aus. Verteidiger des Labyrinths brauchen wir gar nicht reden, ist angelehnt an eine alte Vanilla, ich glaube aus Labyrinth of Nightmares. Lassen wir also so stehen. Ihr wisst ja, was ich von neuen Karten halte, die zu sehr an alte angelehnt sind. Das ist ja quasi fast schon eine 1:1 Kopie vom alten Artwork mit fast demselben Namen, nur halt mit einem anderen Kartentyp. Ist ja jetzt ein bisschen fantasielos, sieht aber trotzdem schön aus, ist ein cooles Monster, deswegen hier im Ordner. Darunter haben wir kosmischer Schlitzer Zerol. Ja, etwas ziemlich Gruseliges, von dem ich nicht ganz weiß, was es darstellen soll, um ehrlich zu sein. Aber alles in allem sieht es trotzdem cool aus. Es ist düster, es ist dunkel, man könnte fast schon meinen, es sei ein Unterwelt, aber weit gefehlt. Das ist ein Lichtmonster vom Typ Reptil. Ja, optisch sieht es für mich eher aus wie ein finsterer, dämonischer Hofhund oder so in gigantisch groß. Also auf jeden Fall im Allgemeinen eine sehr coole Karte. Sehr stylisch finde ich auch die untere, das Shinobi Insekt Hagakuremino. Das sind Namen, Leute. Das sind Namen. Finde ich einfach cool, so vom Design her, dieser schlanke, drahtige Blattkrieger, also das würde erst aus Blättern irgendwie bestehen, mit diesen Blättern, die ihn so umwirbeln, mit diesem Wind und so, das sieht schon geil aus, das sieht echt cool aus, also hat wirklich was, sehr, sehr schön, eigentlich auch mit dem Layout gefällt es mir ganz gut, ich bin nämlich tatsächlich, was das Layout angeht, ein ganz großer Fan der Link-Monster, ja, das ist das, was auch den Ritualmonstern am nächsten kommt von Optik und das ist ja mein Lieblingskartentyp, also ist es natürlich klar, dass mir das auch sehr gut gefällt, auch wenn ich mich anfangs ein bisschen an die Pfeile gewöhnen musste. Dann kommen wir mal zu Zauberkarten, einer Sache, die wir jetzt in dem Oldschool-Ordner nicht hatten. Klar, habe ich mir hier wieder Dinge rausgesucht, die in meinen Augen einfach das symbolisieren, was eine Zauberkarte sein sollte. Eine Zauberkarte sollte kein überladenes Gemälde sein, wo wahrscheinlich auf eine 3 Meter große Leinwand gezeichnet wurde und dann auf so ein Bild komprimiert wurde, wo du dann hinguckst und du einfach nur denkst, so, was gucke ich mir da eigentlich an? Und die schaut genauso aus wie alle anderen auch. Nein, hier haben wir wirklich Sachen, die gut geworden sind. Zum Beispiel die Dogmatiker Nation. Ne? Da haben wir hier schön eine Stadt von den Dogmatikern, wie auch immer. Mit einem schönen Himmel, schönen Lichtstrahlen, alles echt gut gemacht. Sehr schöne Feldzauberkarte. Darunter flammende Waffen, Haute Claire oder wie auch immer. Die Namen sind manchmal echt furchtbar. Und das ist das, was für mich eine Zauberkarte von früher so ausgemacht hat. Entweder so kleine Szenarien, wo man ein, zwei Personen sieht mit einem minimalistischen Hintergrund und nicht 50 Charaktere auf einem Bild. Oder eben einen Gegenstand. Und das haben wir hier wieder ganz, ganz schön aus Rise of the Duelist war das, glaube ich, und das war aus Ignition Assault. Da haben wir hier schöne Schwerter. Ich glaube, da gab es ja 3 Stück davon. Das sind Ausrüstungszauberkarten. Eine davon war, glaube ich, super rare. Und hier unten 2-schneidiges Schwert. Sehr, sehr cool. Also das ist wirklich mega, mega nice geworden. Und da hat Konami in letzter Zeit wirklich einige Sachen rausgebracht, die mir sehr gut gefallen haben. Dann haben wir hier markierte Verbindung. Das ist jetzt wieder eher so ein Szenario, aber mit 2 Wesen, mit einem Menschen und einem Drachen und einem minimalistisch anmutenden Hintergrund. Genauso hier wie bei Vollstreckung des Vertrages. Sieht alles wieder sehr mystisch aus. Sehr nach Zauberei, sehr nach Hexerei, so wie sich das gehört. Entbehrlicher Gerätenutzer zum Beispiel ist auch cool. Das ist wieder mit den Goblins. Die waren ja schon immer so ein kleines Gimmick. Die gab es ja schon quasi in der Duel Monsters Zeit. Und das, wenn diese kleinen Goblins auf einem Art zu sehen sind, ist das für mich immer wie so eine kleine Zeitreise, 20 Jahre in die Vergangenheit und allein deswegen finde ich die Karte mega nice. Ihr seht, das sind wirklich Karten, die bleiben im Kopf, die sehen gut aus, die haben irgendwie ein bisschen was Besonderes und heben sich ja von der Masse ab, sag ich mal. Was eigentlich traurig ist, weil das wiederum bedeutet, dass die Masse an Zauberkarten halt immer noch netzhoch prickelnd ist. Ne? Aber trotzdem was Schönes
und Besonderes. Weiter geht's mit etwas, wo wieder so richtig das Ägypten-Feeling an den Start kommt. Und zwar mit den beiden hier oben, Chronomaler Tempel. Wunderschöne Karte hier mit solchen ägyptischen, schon verwitterten Steinstelen. Und hier unten die Triamidenladen, ja, ist auch cool mit einer Pyramide im Hintergrund. Und das, glaube ich, die Triamidentänzerin. Triamiden, das war ja so ein Thema, das ist ja in The Dark Illusion rausgekommen und wurde danach nie wieder angefasst. Das ist jetzt, glaube ich, der erste Support seitdem. Einfach in Form einer Zauberkarte. Mega cool, sieht echt schön aus. Auch richtig schön Ägypten-Feeling. Mit der Pyramide und den Feuern und es ist Nacht und ja, sieht einfach geil aus. Muss man ganz ehrlich sagen, sieht wirklich schön aus. Darunter haben wir den schwarzen Peter. Ist jetzt nicht sonderlich ägyptisch, aber wir haben einige ältere Karten, die hier abgebildet sind aus der GX-Zeit. Das Artwork ist wieder relativ cool. Ne? Mal wieder dieses typische zwei Hände oder halt irgendwas von einem Menschen zu sehen. Hat wieder was, was irgendwie anders ist als andere Zauberkarten, die man so sonst zu sehen bekommt. Auch so an diese alte Duel Monster Set erinnert mich vom Grab gerufen. Ist ja eine sehr gute Karte gewesen. Gab es ja dann später auch aus Holoprint, der recht teuer war. Scheint wohl also auch oder war zumindest mal sehr, sehr spielstark. Und ja, mega coole Geschichte. Auch der hat eine Beschädigung. Muss ich später wieder aussortieren. Habe ich wieder nicht geguckt. Super. Jedenfalls auch mega cool ist auch so eine Karte, die mich so ein bisschen an das törichte Begräbnis erinnert. Und an diese Karten, so Ruf der Gejagten. Und dieses Feeling strahlt die Karte so ein bisschen für mich aus. Finde ich mega cool. Deswegen ist sie hier drin. Dann natürlich hier zerwürfelte Würfel. Da haben wir zum Beispiel ihn hier, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber das war ein Monster aus Cyberdark Impact, ein Effektmonster, das hier abgebildet ist. Und einfach diese Szenerie mit diesem riesen Monster, das sich da runterbückt und diesen Würfel hinhält und er guckt so trotzig auf den Boden, so traurig. Das ist so ein, auch wieder so eine Karte, wo halt was zu sehen ist, ein Szenario, aber es ist halt nicht zu viel, es ist nicht überladen. Beileidspuppe braucht man gar nicht reden. Das ist eine dieser Gimmick-Marionetten, glaube ich, gewesen, die in einem LED rausgekommen sind. Super Rare, sehr, sehr schön tatsächlich, mega cool. Aus Ignition Assault, eine schöne Zauberkarte, die auch irgendwo ziemlich verstörend wirkt, wie ich finde. Dann kommen wir zu den Fallenkarten und da finde ich speziell die hier mega nice. Wahl des Gebers erinnert mich so ein bisschen an die Zauberkarte Frage oder auch so ein bisschen an die magischen Hüte. Ja, es ist halt einfach so Magier und man sieht es ja, ihr seht ja selber, was hier abgebildet ist. Ich finde einfach dieses Feeling ist einfach wieder mega cool, wie die Karte aussieht, was sie ausstrahlt. Da fühlt man sich, also ich fühle mich da auch direkt wieder irgendwo 10, 15 Jahre in der Vergangenheit oder hier Schreckenspelzkrug. Das sind alles so düstere Fallenkarten, Monstermischung. Das sieht so aus wie eine Müsli-Packung oder so eine Puzzle-Packung mit so kleinen Monsterdingern. Finde ich auch ziemlich ungewöhnlich, ziemlich einprägsam, daher auch mega cool. Optisch, da oben wird es wieder ägyptisch, Mutantengeheul, das ist, glaube ich, eine Riesenschlange mit einer Pyramide im Hintergrund. Das ist, glaube ich, auch eins dieser Monster, von denen ich weiß bloß nicht mehr, wie sie heißen. Mega coole Geschichte, Red Carbon, auch ziemlich minimalistisch, ziemlich dunkel, ziemlich böse. Horn des Klifanten, des Olifanten, sorry, ich habe gedacht, das ist ein Kuh. Durch die Farbgebung ziemlich besonders. Also es ist schon wirklich eine schöne Doppelseite, muss ich sagen, kann man sich echt gut geben. Und das bringt uns auch schon zur vorletzten Doppelseite, beziehungsweise zur vorletzten Seite im Allgemeinen, da hinten kommt noch was, aber sind wir erstmal hier. Das hier erinnert mich unglaublich an Thun, ja, Pengpolin, der Name, naja, den lassen wir mal dahingestellt, aber mega cool auf jeden Fall, erinnert mich unglaublich an Thun. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil hier einfach Boom steht und das alles so comic-mäßig aussieht mit diesem Docht, der hier brennt, mit dieser Zündschnur. Einfach mega cool, so eine Mischung aus einer alten Bombe sozusagen und Trampolin, so vom Design her mega cool mit dem fetzigen Hintergrund. Passt echt gut. Dann natürlich ein Krug der Großzügigkeit. Klar, die Krüge kennen wir, sind eigentlich alle relativ einprägsam, sehen eigentlich alle relativ gut aus. Auch der ist wirklich schön. Sieht wieder sehr ägyptisch aus, ist halt wieder angelehnt an etwas Altes, das wir schon kennen. Da wird wieder eine Reihe fortgesetzt, die schon seit Ewigkeiten existiert. Finde ich ganz okay und nicht ganz so schlimm, wie wenn man sich direkt an eine Karte anlehnt. Ja, kann man auf jeden Fall lassen. Dann haben wir den Ballistentrupp. Da haben wir wieder
unsere Goblins. Dementsprechend ist die Erklärung hier genau die gleiche wie auf der anderen Seite. Spitzenprädation ist eine Karte, die ich mega cool finde da oben. Ich halte sie mal noch mal ein bisschen ran. Die ist schon ein bisschen, da ist mehr los auf der Karte. Da haben wir sehr viele rote Blitze mit so einem gruseligen Monster in der Mitte. Das sieht halt auch ganz schön cool aus, finde ich. Zumindest im Vergleich zu anderen Fallenkarten, die man so zu sehen bekommt aus moderneren Sets der vergangenen Jahre. Seelenabgabe ist sehr, sehr cool. Das Ding da hinten kennt ihr wahrscheinlich. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber das war auch eine Monsterkarte tatsächlich, dieser Turm. Sehr, sehr cool. Der auch einiges wert war mal. Genau, mittlerweile aber nicht mehr. Aber cool, dass er hier abgebildet ist. Ist halt auch wieder so ein kleines Easter Egg. Mega cool. Und unten haben wir dann noch scheußliche Kammer der Losgeketteten. Sieht auch wieder aus wie so eine Karte aus PSV oder Labyrinth of Nightmares. So stellt man sich die so in dem alten Druck mit dem alten Layout und vielleicht als Secret Rare oder als Rare vor. So hätte super reingepasst. Dementsprechend auch wieder richtig schöne Oldschool-Vibes hier. Und das bringt uns auf die letzte Seite des Ganzen. Da haben wir nochmal Abwürfeln. Das ist jetzt wieder der Dude hier. Der aus Cyberdark Impact, den wir schon auf der Fallenkarte davor hatten. Hier haben wir dann magische Muskete, verborgene Krone. Da gab es ja diese magischen Musketiere, von denen es auch ein paar echt gute gab von der Optik her. Ein paar waren jetzt nicht so prickelnd, aber zum Beispiel das Bossmonster sah halt richtig, richtig krass aus. Und auch diese Trap-Card sieht mega, mega schön aus. Ist sehr einprägsam, hat hier auch so ein Eyecatcher in der Mitte, ja, dieses leuchtende, was auch immer das darstellen soll. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und unten haben wir noch den Drachen Wecken, auch mit einem Goblin, und der gerne isst offensichtlich und dementsprechend etwas an Übergewicht hat. Mega coole Sache auf jeden Fall. Und dementsprechend ist die Karte ja auch drin, weil die mich halt auch wirklich an diese Zeit erinnert, wo halt speziell sehr viele Fallenkarten in der Richtung unterwegs waren. Raubender Goblin oder auch Urteil des Tyrannen und wie auch immer, diese ganzen Fallenkarten, die haben für mich einfach so ein Gesamtfeeling ergeben und da passt das einfach wunderbar rein. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal einen kleinen Einblick in das geben, was ich eigentlich hier vermitteln möchte in dem Video. Vielleicht versteht ihr auch meine Argumente dazu. Klar, eine Ultimate Rare wird immer besser aussehen als eine Common, ist vollkommen logisch. Allerdings kann man auch aus kleinen, nicht glitzernden Sachen etwas Schönes machen, denn auch das ist Kunst und ohne die Bilder würden uns die Effekte auch nichts bringen.